Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen WordPress-Tutorial heute. Es ist ganz einfach und schnell erledigt, was wir heute tun, nämlich einen YouTube-Subscribe-Button in eure WordPress-Webseite zu integrieren. Das geht grundsätzlich bei jeder Webseite, denn dieser Button ist ein einfaches Skript, das aufgerufen wird. Das wird auch direkt von Google geliefert. Ich möchte euch heute aber zeigen, wo ihr das anpassen könnt. Und wie das Ganze ausschaut, was für Möglichkeiten es da gibt. Wie gesagt, ganz kurzes Video. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns wieder gleich im PC und dann gehen wir das alles Step by Step durch. Ja, zuallererst müssen wir mal die Developers URL aufrufen, auf der auch dann der YouTube Subscribe Button von uns konfiguriert werden kann. Das ist eigentlich ganz einfach, es gibt auch nicht so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, ihr seht es hier schon in der Vorschau. Wir werden das Ganze hier in meinem Blog unter den Social Counter mit reinnehmen. Und dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie das funktioniert. Ich habe mir auch meinen YouTube-Kanal bereitgestellt, weil wir brauchen dann diese Channel-ID hier. Aber darauf komme ich gleich zu sprechen. Ja, URL findet ihr unten in der Beschreibung, dort könnt ihr einfach draufklicken, solltet ihr keinen Account haben, ich bin natürlich angemeldet in meinem Google-Account. Ja, das erste, was man machen muss, ist einmal die ID des Kanals hinterlegen oder den Namen. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, die ID zu nehmen. Ist einfach, ihr könnt hier draufklicken, dann öffnet sich ein neues Fenster, dort findet ihr sofort eure Kanal-ID. Die schaut dann hier in dem Fall so aus, ja. Genau, dann hat man hier auch schon das Layout Standard oder Vollständig, da kommt dann noch mein Bild hinzu. Dann gibt es noch ein dunkles Design, das dann sozusagen die Fläche hinter dunkel macht, das möchte ich aber nicht haben. Und dann kann man die Abonnenten noch ausblenden oder einblenden. Und Schaltflächenereignisse werden von meiner Anwendung erfasst. Da hätte man dann hier noch Events, die man dann, ja, zum Beispiel zu AdWords oder sonst irgendetwas hinzufügen kann, wo man dann Events sozusagen tracken kann. So, wenn ihr das jetzt konfiguriert habt, nehmt ihr den Code hier unten und könnt diesen auch schon überall einfügen. Ihr könntet zum Beispiel jetzt sagen, ihr geht in euren Widget-Bereich, ja, und macht hier jetzt zum Beispiel ein Text. Wo ist das Text-Widget? Das hier. Fügt das Ganze hinzu. Und sagt, nicht vergessen den Text einfügen und sagt, mein YouTube-Kanal. Oder Abo nicht vergessen. So. Speichere jetzt ab. Lösche den Cache. Und tada. Ihr habt das auch schon eingefügt. Wenn man da jetzt draufdrückt, egal in welcher Form, kommt man auf euren Kanal. Beziehungsweise könnte man hier auch abonnieren. Wie gesagt, ich bin da jetzt überall eingeloggt. Wir können aber das Ganze uns noch in einem Inkognito-Fenster anschauen, dass ihr seht, dass das auf jeden Fall möglich wäre. So. Ja, jetzt steht eh da, melde dich an, um ein Abo einzurichten. So, aber ich kann trotzdem auf den YouTube-Kanal kommen und könnte dann hier natürlich abonnieren, wenn ich angemeldet wäre. Hallo und herzlich willkommen. Ja, und das ist auch schon der Clou an der Sache. Ich kann irgendwann nochmal ein weiteres Video machen, zum Beispiel mit diesem Social-Counter hier. Der countet sozusagen, sehe ich gerade da nicht bei Facebook richtig, aber der zählt grundsätzlich meine Social-Media-Einträge, die ich ihm mitgeteilt habe. Twitter-Account jetzt nicht, sondern mir sind die drei wichtig. Das ist eine andere Möglichkeit, aber ansonsten wollte ich euch auch mal die einfachste Version zeigen. Für alle, die auch noch ein tieferes Wissen haben wollen, vergesst nicht mein WordPress-Kurs wpcrashkurs.com, den gibt es auch noch, habe ich lange entwickelt, es sind über 70 Videos drinnen, es kommen immer wieder neue Inhalte, ich arbeite gerade zum Beispiel wieder neuen Inhalten. Wenn euch das interessiert, würde es mich freuen, wenn ihr euch den kauft und mir euer Feedback da lassen würdet, beziehungsweise wenn ihr einfach noch eure Webseite auf den nächsten, aufs nächste Level bringen wollt. Ansonsten vergesst nicht zu abonnieren, bleibt motiviert, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video.
Come you think that I still